Allererstes, bei der Tourenplanung solltest du darauf achten, dass du Passagen meidest, auf denen niemand mit Gegenverkehr rechnet. Falls es sich nicht vermeiden lässt, ist es hier wichtig, auf den Gegenverkehr zu achten und den Weg frei zu machen. Wichtiger Punkt, beim Überholen von Mountainbikern ohne E-Antrieb Respekt zeigen und nicht vergessen, du fährst mit Unterstützung, er nicht. Die DIMP Trail Rules gelten für E-Biker genauso. Gerade beim Bergauffahren ist es mit dem E-Bike manchmal verführerisch, den Weg zu verlassen. So eine Wiese hier ist mit dem E-Bike prinzipiell sehr verlockend. Oder neben, anstatt auf dem Trail zu fahren. Das sollte man nicht tun. Es geht um ein respektvolles Miteinander zwischen Mountainbikern, E-Bikern und Wanderern und das im Einklang mit der Natur. Und das in Kombination mit der richtigen E-Mountainbike-Fahrtechnik wird dich süchtig machen. Süchtig nach dem Uphill-Flow.